Herzlich willkommen im dritten Teil meiner kleinen Shopify-Serie. Im heutigen Teil geht es ums Thema Produkte. Wie ich im Vorfeld schon erwähnt habe, kannst du dir im Endeffekt zwei Wege aussuchen. Den traditionellen Weg, sage ich mal, wo du im Bulk die Waren selbst kaufst und selbst versendest. Oder den etwas kostengünstigeren Weg, sage ich mal, das sogenannte Dropshipping. Dropshipping heißt nichts anderes, als dass der Hersteller vom Produkt das Produkt direkt zu deinen Kunden sendet. Okay? Und daher hast du auch keine Produktkosten in dem Sinn, weil du ja natürlich erst die Bestellung abgibst, sobald jemand bei dir das Produkt auf deinen Shop bestellt hat. Und das ist richtig gut. Das heißt, du musst wirklich nicht im Vorfeld in Produkte investieren. Und ich habe hier zwei, einmal AliExpress und einmal BigBuy. Auf BigBuy möchte ich nur kurz eingehen. BigBuy ist eine Dropshipping-Seite mit dem Nachteil, dass man 99 Euro Registrierungsgebühr bezahlen muss und dann 29 Euro monatlich. Ist aber insofern sehr gut, wenn du in Europa einen Shop öffnen möchtest. Warum? BigBuy hat Lieferzeiten von 2 Tagen. Das heißt, wenn jemand bei dir in deinem Shop was bestellt, kannst du hier auf BigBuy das Produkt zu deinen Kunden hinschicken und das in 2 Tagen da. Du hast weniger Probleme, was mit AliExpress zum Beispiel in Europa problematischer, sage ich mal, ist, weil die Leute schon 3 bis 4 Wochen warten müssen auf die Produkte, wenn du nach Europa das sendest. Amerika ist nicht so wild, da ist zwischen 10, 12 Tagen im Durchschnitt ist das in Amerika. Daher verwende ich auch 100% AliExpress mit Amerika, weil auch die Leute etwas gechillter sind. Das heißt, wir sind schon sehr, sehr verwöhnt heutzutage. Das heißt, wir werden ja schon nervös, wenn nach 2, 3 Tagen wir das Paket nicht bekommen haben, wenn wir was bestellt haben. Und deswegen, wenn ihr das nötige Kleingeld habt und in Europa aufbauen wollt, würde ich euch das empfehlen. Du hast so ziemlich jede Nische hier. Also BigBuy EU. Im heutigen Video möchte ich euch aber mehr auf AliExpress aufmerksam machen. Ich habe auch hier den Demo-Store da auf Englisch gehalten. Und wie ihr sehen könnt, habe ich Bracelets und Necklaces. Das heißt, ihr müsst euch im Vorfeld, sage ich mal, entscheiden, was für ein Store ihr machen wollt. Ob ihr einen allgemeinen Store machen wollt oder einen Nischen-Store. Nischen-Store ist zum Beispiel Hundezubehör, Katzenartikel, Fitness, Abnehmprodukte. Das sind Nischen. Allgemeiner Shop ist einfach alles. Da kannst du alles raufladen. Da kannst du iPhone-Hüllen raufladen. Du kannst Fitnessprodukte raufladen. Du kannst keine Halsketten und Armbänder raufladen. Du kannst T-Shirts verkaufen. Das heißt, das ist ein allgemeiner Store. Würde ich für jeden empfehlen am Anfang, weil du einfach viele Produkte und Nischen im Endeffekt in einem Store testen kannst. Und in meinem Beispiel hier zeige ich euch jetzt einmal, gebe ich hier einfach Bracelet, also ein Armbänder ein. Und ich sortiere das hier immer gleich nach Orders. Und da sieht man schon zum Beispiel, dieses Produkt hat 21.000 Orders. Die Harry Potter Armbänder hier 13.000 und so weiter. Und im Endeffekt kannst du dir jetzt hier Produkte aussuchen, die du promoten möchtest. Es lädt leider nicht so schnell. Aber wenn wir hier jetzt zum Beispiel sehen, Harry Potter, also es ist halt schwierig. Ich sag mal, ich halte mich fern von solchen Produkten. Warum? Wegen Trademarks, Markenrechte etc. Das heißt, die Chinesen nehmen das nicht so für voll, dass man da in einer Grauzone ist. Weil normalerweise, um Harry Potter Artikel zu verkaufen, bräuchtest du eine Lizenz. Und die hat AliExpress definitiv nicht. Daher promote ich auch nichts, was mit Filmen zu tun hat, was mit Serien zu tun hat, mit Cartoons zum Beispiel, so wie dieser Pokémon-Hype war. Da haben mir viele Leute Pokémon-Produkte verkauft und das darf man eigentlich nicht, weil das ja unter einer Marke geschützt ist. Und daher halte ich mich von solchen Produkten fern. Aber solche Produkte zum Beispiel, wir können auch jetzt, das ist jetzt einfach allgemein, wenn wir jetzt sagen, okay, wir möchten Buddha-Schmuck. Zum Beispiel geben wir ein Buddha ein. Buddha ist eine Nische. So.
Und hier sieht man schon 8000 Order, 7000 das Löwen, Armband aus Lavastein. Das heißt, im Endeffekt kannst du dann hier jetzt hergehen, das ist ganz schön. Und du siehst, okay, ich würde immer ePacket auswählen, weil du hast nämlich den schnellsten Versand eigentlich. Weil wenn man hier schon sieht, DHL, $46, das spielt sich nicht. ePacket immer nehmen, sofern es vorhanden ist. Und dann sieht man hier den Endpreis. Das heißt, uns kostet das Armband im Einkauf $4,42. Das heißt, du könntest jetzt hergehen und das Produkt für 12 bis $15 verkaufen auf deinen Shop. Wie man das macht, normalerweise würde ich jetzt hergehen und sagen, okay, ich schaue mir mal an. Das heißt, er muss hier die Werte Top-Rated Seller soll er mindestens haben. Er muss auch mindestens zwei Diamanten haben, das passt. Und ich schaue halt immer über 98% Feedback, positives Feedback. Und das stimmt schon mal. Dann würde ich jetzt hergehen und diesen Store kontaktieren. Das heißt, ich würde ihn kontaktieren und fragen, hey, ich interessiere mich für die Produkte, für meinen eigenen Shop, ob ihr Dropshipping anbietet und ob ich eure Bilder verwenden darf. Das macht man einfach so, man kann nicht einfach. Ich meine, im Endeffekt hier zum Beispiel, wenn du die Bilder jetzt rausziehst, ist nicht so schlimm, weil von AliExpress die Leute werden sich nicht aufregen, aber grundsätzlich ist es verboten und ich schreibe die halt immer an. Aber in unserem Beispiel jetzt machen wir das einfach ein bisschen illegaler. Also illegal ist eine Grauzone, sage ich mal. Das heißt, wenn wir jetzt ein Produkt einpflegen wollen, klicken wir auf Produkte. Ich werde das mal so auf Add Product und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Buddha Leo Bracelet. Ich würde es nennen einfach Buddha Lion Bracelet. So. Kann ich hier die Kollektion auswählen. Fällt unter Bracelets zu den Bildern. Also wenn du das okay hast, kannst du hierher gehen und dann einfach die Bilder rausziehen. Da gibt es nämlich vier verschiedene Varianten. Eins, zwei, drei, so. Und dann kannst du das hier markieren. Einfach hier rein. So, das wird das Anfangsfoto sein. Dann nehmen wir das. Dann das ist Silber, das ist Gold und das ist Silber. Hier kann man Tags eingeben, zum Beispiel Lion, Bracelet, Buddha. Das ist für SEO. Hier kann man eingeben, wenn es 14,99. Ich habe die Währung leider vergessen, US-Dollar. Charge Taxes tun wir weg. Hier kann man zum Beispiel eingeben, reduziert. Das heißt, du könntest jetzt zum Beispiel hier hinschreiben, 24,99. Das heißt, die Leute sehen dann, ah, es ist reduziert von 24,99 auf 14,99. Wenn du Versand anbieten willst, musst du das anhaken. Das lasse ich mal weg. Brauchen wir nicht. Und hier kann man dann die Varianten einstellen. Und zwar können wir Style. Gold, Lava, Silber, Lava. Das heißt, das eine ist nämlich Lavastein, das hier. Und das andere nenne ich jetzt einfach Clean. Silver Clean. Und da sieht man hier schon, man kann sogar die Preise für verschiedene Varianten einstellen. Also man kann alles machen. Und ja. Und jetzt kommen wir noch zu der Produktbeschreibung. Ich schreibe immer so etwas rein wie Buddha Fan Grab. Your Buddha Lion
Bracelet today. Also, da kann man reinschauen, was man will. Umso mehr du dir Zeit nimmst, natürlich, es hat schon einen Conversion-Faktor, umso besser es beschrieben ist. Und das kann man testen, aber jetzt für die Demo mache ich einfach ein kurzes. Was ich immer tue, mache ich dann so eine kleine Auflistung aus welchen Materialien es besteht. Das steht nämlich hier immer. Dann kopiere ich das meistens einfach mal raus. So. Ah. So machen wir das nicht. Das kann man wegtun. Das, das, das kann man lassen. Das. So. Und wenn du zum Beispiel keinen Versand erhebst, kannst du zum Beispiel hier schreiben Free Shipping. Das kannst du hier oder oben schreiben, wohin du willst. Also das ist wirklich dir überlassen. Ganz wichtig ist aber, das rate ich euch an, das erspart euch viele Probleme, dass ihr diesen Satz einbaut. Das heißt, ich, wenn ich dropshippe, schreibe ich sogar bei der Produktbeschreibung extra dazu, wie lange Versand dauert. Das lesen die Leute und dann sehen sie, okay, alles klar, das dauert etwas länger. Dann hast du nicht so viel. Wenn du das nicht hinschreibst, dann kann ich dir sicher sein, dass du nach 3, 4 Tagen bombardiert wirst von E-Mails. Und ja, das war es eigentlich jetzt schon. Im Endeffekt haben wir alles eingestellt. Kollektion passt. Und man klickt auf Speichern. Und jetzt kann man schon hier sehen, hier ist das Produkt jetzt. Wenn man auf Bracelets klickt, ist das hier. Perfekt. Und hier seht ihr, hier steht dann die Beschreibung, Free Shipping, Shipping to the 3 Weeks. Super. Und das war's auch schon. Das heißt, du kannst hier dann deinen Shop füllen mit, musst ja nicht nur Buddha zum Beispiel, was gibt es da noch? Oder Dog Bracelet. Hier, das ist ganz nett. Du kannst in dem Sinn jedes Produkt draufladen. Ich würde halt vorhin immer anschreiben, sagen, hey, ist das ein Problem, wenn ich Dropshippe und eure Bilder benutze? Die 99% haben kein Problem, die wollen ja eh auch nur Geld machen. Daher ist das eh eher das weniger Problem. Und auf alle Fälle gibt es auf AliExpress, es gibt alles. Also ich bin jetzt hier bei Schmuck, aber du kannst ja hier Klamotten dropshippen. Elektronische Geräte würde ich eher absehen. Das ist ein bisschen ein heikles Thema. Mom and Kids, Schuhe, Taschen, Beauty, Sports. Da auf Phones, das heißt, du kannst iPhone, Case. Ich sortiere das immer nach Orders. Hier sieht man dann, okay, krass, 47.000 Orders. Das heißt, hier sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Okay, wichtig ist nur, dass du. Ich sage mal so, schreib dir eine Liste auf, wo du sagst, okay, ich versuche jetzt 10 Nischen mit 10 verschiedenen Produkten, lädst sie alle in einen allgemeinen Store, egal was, und promotest sie dann auf Facebook. Was mich jetzt zu dieser Seite kommt, das nennt sich Audience Insights, das ist ein Tool im Business Manager von Facebook. Falls ihr das nicht habt, könnt ihr euch einen zulegen und zwar einfach unter business.facebook.com, gebt ihr eure Accountdaten von eurem privaten Facebook-Profil und zack, ihr habt einen Business-Account.
Das heißt, hier sind coole Tools drin, sowie Audience Insights. Und wenn wir jetzt hergehen, ich habe jetzt auf United States und wenn ich jetzt hier klicke, Buddha, zeigt er mir alle Interessen, was für Buddha gibt. Dann klicke ich auf Buddhahood. Dann sehe ich hier 100 bis 150.000 monatliche aktive Nutzer. Ich sehe, 67% davon sind Frauen. Das heißt, ich werde meine Ads eher an die Frauen. Wobei ich allgemein, aber im nächsten Video zeige ich euch sowieso, wie ich die Ads mache. Das heißt, ich werde auch dieses Produkt, wir werden eine Kampagne für dieses Produkt machen. Und da zeige ich euch. Und zwar kann man dann auf Page-Likes gehen. Das ist richtig cool. Und dann sieht man hier weitere Interessen. Und dieser Score hier, merkt euch das, der ist richtig wichtig. Warum? Das ist so ein eigener Score von Facebook. Umso höher der ist, umso besser ist es, wenn du diese Interessen in deine Kampagne einfließen lässt. So wie zum Beispiel buddhanet.net hat 160 Affinity Score, das ist richtig gut. Und hier kann man einfach immer wieder dann sehen, okay, was gibt es hier alles? Buddha Inspiration. Es gibt halt nicht alle Interessen, das heißt, so wie Buddha Inspiration gibt es jetzt nicht. Tiny Buddha. Was machen wir weg? Tiny Buddha hat 600.000 bis 700.000 monatliche aktive Nutzer. Hier sieht man wieder Affinity Score von Tiny Buddha 40, auch gut. Und auf alle Fälle würde ich im Vorfeld, bevor ihr eine Nische geht, hier sieht man auch wieder 83% Women und hier sogar die Altersgruppen. Also Facebook gibt dir ja förmlich die Daten, was du benötigst. Und auf jeden Fall würde ich auch, wenn ihr keinen Business Manager habt, holt euch einen und davor schon hier eure Nischideen, sage ich mal, eingeben. Wenn ihr jetzt zum Beispiel wollt, Katzen, alles was mit Love, Fans, Magazine hat meistens hohe Affinity Scores. Das heißt, wenn ich jetzt Cat and Love eingib, Cat Lovers. Knapp 1 Million aktive P Nutzer, 33 Affinity, ist okay. Was gibt es noch? Cat Magazine. Modern Cat Magazine. 200.000, 113 Affinity. Das heißt, hier könnt ihr wirklich schon schauen, okay, welche Nischen geht ihr, wohin geht die Reise, ist eher weiblich, eher männlich, könnt ihr eure Produkte auch dementsprechend, so wie sowas zum Beispiel ist eher für Frauen, logisch. Das könnten auch Männer tragen, finde ich jetzt nicht so wild, aber ihr wisst, was ich meine. Daher würde ich euch empfehlen, Business Manager holen. Hier könnt ihr eure Nischen, eure Interessen reinklopfen. Ihr braucht wirklich nur einen Oberbegriff von Cat und er gibt dir eh schon viele Cats. Und wie gesagt, Love, ich schreibe es hier jetzt, Magazine, Blog, Forum, alles solche Nischen, beziehungsweise solche Interessen, die hohe Affinity Scores haben, sind viel, viel besser, weil die kaufen, beziehungsweise sie sind viel aktiver auf Facebook zu diesem Thema. Das heißt, Cat Lovers mit Affinity von 160 zum Beispiel ist besser, wie wenn du allgemein Cats mit 5 Millionen hast. Weil wenn ich jetzt hier eingebe, Cats, habt ihr 40 Millionen aktive Nutzer und das ist definitiv zu viel zum Promoten. Ihr solltet schauen, dass ihr Kampagnen macht zwischen 100 und ich sage mal maximal 1 Million. Und wenn ihr viele kleinere Interessen, kleinere Nischen, sage ich mal, oder kleinere Interessen zum Thema Katze, Cats Love, I Love My Cats zum Beispiel ist sicher Hammer, 150 bis 200.000, 115 Affinity, solche Werte sind super. Aber das zeige ich euch sowieso im nächsten Video, wie ich das machen werde. Und ja, auf alle Fälle ist es das auch schon. Das heißt, wenn ihr könnt im Prinzip, es ist nichts richtig und es ist auch nichts falsch. Weil, wenn ihr euch einmal ansieht, E-Commerce und Online-Shops in jeder verdammten Nische, entschuldige meine Ausdrucksweise, gibt es einen Online-Store. Das heißt, jede Nische funktioniert. Okay, das heißt, da kann man nicht sagen, ja, Katzen,
Produkte sind besser wie Hunde. Es geht nicht, weil es gibt in jeder Nische mehrere Stores, die alle davon leben, die alle funktionieren. Daher ist hier wirklich Kreativität angebracht und einfach, man kann auch hier unter Bestselling immer wieder reinschauen, was so abgeht hier. iPhone, das ist eh immer, es ist seit 2 Jahren ist das, glaube ich, auf Platz 1. Und auf alle Fälle würde ich euch raten, so einen allgemeinen Store machen mit vielen Produkten in verschiedenen Nischen. Und im nächsten Video zeige ich euch dann, wie ihr das promotet. Also vielen lieben Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt und wir sehen uns im nächsten Teil. Ciao, ciao.